Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 666 Flake. Im heutigen Video schauen wir uns mal die Karten aus dem Astral Pack 4 an. Ein paar Leute von euch werden sie eventuell schon kennen, aber für die Leute, die das Set sich hier noch nicht angeguckt haben, ist das, denke ich mal, ein sehr informatives Video. Sind auf jeden Fall wieder drei schicke Altis drinne und wir gehen mal direkt auf die Liste. Und zwar kommt Ultimate raus, Dandelion, Max C und Necro Valley. Natürlich eine schöne Sache für die Gravekeeper-Spieler hier, Necro Valley endlich Aldi am Start haben zu können. Max C finde ich richtig broken, habe schon mal eins auf eBay rausgesucht. Ist echt ein Leckerbissen hier. Max C in Ultimate Rare. Und was kommt noch raus? Super Rare erscheint Gale, Kalut, musste nicht wirklich sein. Consecrated Light, ist nicht schlecht. Swift Scarecrow finde ich auch sehr cool, dass die Super Rare rauskommt. Crimson Blader, haben wir ja alle gehofft, dass die eigentlich mal als Alti erscheinen wird, die Karte. Leider doch nur eine Super Rare, aber muss man sich trotzdem ranholen, würde ich mal so sagen. Dann haben wir hier noch Breakdraw, zwei Spellbooks. Tensu erscheint auch endlich in Super Rare. Auch eine Karte, die man auf dem Radar behalten sollte. Und Soul Drain ebenfalls. Dann die Common Karten, die hier in dem Set erscheinen. Ups, jetzt sind wir ein bisschen nach oben gerutscht. Und da haben wir Wings of Wicked Flame, Morphing Jaw 2, finde ich sehr fähig, denn ich habe keinen mehr und ist auch eine schöne Side-Deck-Karte, der Verbannungstrug 2, sollte man sich vielleicht 3 ranholen kommen. Magischen Händler habe ich zwar 3, aber ich denke mal viele Leute noch nicht, von daher auch ein schöner Reprint. Dann haben wir noch Lonefire Blossom, Pachi, Titania als Scrap Beast, Mahat, Marvelous als Shortprint, Reasoning, Archfiend's Oath, Black Garden und Scrap Storm. Alles in allem ein schönes Set hier, das Astral Pack 4. Also ich habe am meisten Interesse, muss ich sagen, an dem Max C, Scarecrow und Crimson Blader. Tensu würde ich auch noch mitnehmen und 3 Morphing Jaws 2 in Common sind auf jeden Fall Pflicht. Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr vom Astral Pack 4 haltet. Ich finde es nicht verkehrt. Gebt wie immer Likes und Kommentare ab. Euer 666 Flake.